Die Terminbestätigung kam per SMS aufs Handy. Somit kann sich die Ärztin Maristella Guerra impfen lassen. Hier in einem Impfzentrum in Rom werden ihre Daten aufgenommen und dann dauert es nur noch Minuten, bis der erste Schritt zur Immunisierung getan ist. Guerra hat trotz eigener gesundheitlicher Probleme Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt. Für sie ist die Impfung das Ende eines Albtraums. In meiner Zeit auf der Corona-Station hatte ich sehr viel Angst. Sie können sich vorstellen, wie wichtig das hier heute für mich ist. Ob sie jemals gedacht habe, dass sie es nicht schaffen werde? Ich hatte sehr viel Angst. Jasmin Marcella Irace hatte Covid-19. Es sei unmöglich zu beschreiben, was während der Pandemie in den Krankenhäusern los war, sagt sie. Darüber wurde viel geredet, aber diejenigen, die dort gearbeitet haben, haben das nochmal ganz anders erlebt, so die Krankenschwester. Zum Beispiel, wenn man begreift, dass man jemanden aufgeben muss oder wenn man selbst infiziert wird. Jeder Tag ist sehr emotional. Heute bin ich besonders ängstlich. Sie stand einer Impfung erst skeptisch gegenüber, so Irace. Ja, erst hatte ich Angst vor einer Impfung, aber als Krankenschwester konnte ich nicht Nein sagen. Ich muss das für die Gemeinschaft tun. Loredana Piacenti ist seit Beginn der Impfkampagne im Dezember dabei. Die Zustimmung zur Immunisierung sei auch wichtig für das Teamwork, sagt sie. Wir sind darauf angewiesen, uns gut zu verstehen, damit wir gut zusammenarbeiten und diese schweren Zeiten überwinden können. Auch für den Leiter der lokalen Gesundheitsbehörde geht es beim Impfen mehr als nur um die Immunisierung. Der Sinn und Zweck von dem, was wir hier machen, ist nicht nur gegen den Gesundheitsnotstand zu kämpfen, sondern auch die Gemeinschaft zu beschützen. Dafür ist die Impfkampagne ein gutes Beispiel. Der Fortschritt bei der Impfkampagne in Italien ist in den Regionen sehr unterschiedlich. In der Hauptstadtregion Latium wurden bisher 70% der gelieferten Dosen verabreicht. In Kampanien haben die Krankenhäuser die ersten Vorräte bereits verbraucht. Im Epizentrum der Epidemie in der Lombardei werden die Behörden dafür kritisiert, dass die Impfungen langsamer als geplant verlaufen. Unterdessen diskutiere das medizinische Personal darüber, ob eine Impfung für Ärztinnen und Pfleger verpflichtend sein sollte, so unsere Korrespondentin. Viele von ihnen sehen ihre Impfung als Botschaft der Ermutigung an diejenigen, die noch zögern. Deswegen trügen sie auch diesen Anstecker, auf dem steht: Ich wurde geimpft. Spilla su cui c'è scritto: Io mi vaccino. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.